und für hohe Krieger und dann halt mit diesem Bild und ihr müsst euch vorstellen, ihr habt halt einfach permanent übelsten Schaden. Moinsen, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum hohe Krieger Guide, Leute. Bergtan. Alter, ich habe für euch hier eine... Das ist so Wahnsinn. Wirklich, es macht so einen Spaß und Leute, ehrlich jetzt wirklich, der Bild ist so krass. Ich habe Donnerknall so stark gemacht, dass er selbst im Single-Target, beim Einzelschaden mehr Schaden macht als zwei eurer Baseline-Gut-Aufbauer. Ne? Und zwar mehr als Blutdurst und mehr als wütender Schlag. Ne? Also Leute, ne? Das ist richtig verrückt. Ich bin auch richtig gehypt hier auf diesen Guide und ich habe richtig Bock, den jetzt mit euch hier zu machen. Pass auf, mein Gear, ne? 570, nicht das Geilste, ne? Aber ist egal, ihr werdet sehen, was ihr hier mit für den Schaden fahren. Und wenn ihr dann da mit euren 600er, 10, 19, was auch immer Gear ihr da reingeht, ja, dann diese Rotation hier benutzt und den Bild, Leute, das ist richtig verrückt. Ne? Ihr werdet so viel Damage machen, 6, 7, 8 Millionen, wenn nicht noch mehr. Also das ist echt wirklich, ne? Und ich habe noch nicht mal meine Waffen hier verzaubert oder so, ne? Also richtig geil, wirklich. Also, passt auf. Die Werte für diesen Build. Meisterschaft, Tempo, Vielseitigkeit, danach kommt Crit. Ne? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal den wichtigen Kram an. Und zwar, das hier ist ein Mythisch Plus und ein Raid Guide. Beide Guides mit einer Community. Schaut euch unbedingt beide Guides an. Es kann durchaus sein, dass ihr die Mythisch Plus Situation mal im Raid braucht oder andersrum. Ne? Erstmal fangen wir hier rein mit den Mythisch Plus, starten wir hier rein mit den Mythisch Plus Talenten. Wir haben den Bergtan mit dabei. Ich sag euch mal, was hier die absolute Hardcore-Synergie ist. Ne? Und zwar, wir haben den Donnerknall geskillt. Ne? Wir haben den erhöhten Radius von Donnerknall. Ja? Die Bewegungsgeschwindigkeitverringerung ist natürlich sehr geil. Ne? Also können wir auch mitnehmen. Wir haben mitgenommen, wenn Wirbelwind oder Donnerknall drei oder mehr Ziele treffen, werden sie noch ein weiteres Mal getroffen um 30% des Schadens. Ne? Das heißt, wir zählen mal zusammen. Eine 30% Schadenserhöhung auf Donnerknall. Wir haben hier nochmal eine 20% Schadenserhöhung auf Donnerknall und mehr kritischen Schaden. 30, 20 sind 50. Wir haben hier 40% mehr Schaden auf Donnerknall. Ne? Das sind schon mal 90. Dann, Leute, hier. Ne? Wirbelwind. Ihr denkt euch sicherlich jetzt, verbesserter Wirbelwind. Was macht der in diesem Donnerknallbild? Ne? Aber das Geile ist halt, ne? Dass Donnerknall durch den Bergtarn von diesen ganzen Talenten profitiert. Ja? Das heißt, Wirbelwind und Donnerknall lassen 4 Angriffe gegen Einzelziele, ne? zusätzlichen AOE-Schaden verursachen. Dann haben wir hier Donnerknall und Wirbelwind, also in dem Fall jetzt hier Donnerknall, verursacht 25% mehr Schaden. Und da kommen wir jetzt heute auf die 4, ne? Anstatt auf die 2. Also wir haben 90, ne? Wir haben 115% mehr Schaden auf Donnerknall. Das im AOE mit Procs von diesen Blitzschlägen. Das ist echt brutal, wirklich. Das ist richtig brutal. Und wenn das Ganze dann noch blockt und ihr diese Donnerexplosion bekommt, dann wird der Schaden nochmal höher. Nochmal viel, viel höher. Leute, also wirklich, das ist echt absolut verrückt. Absolut verrückt. Erstmal das hier, die Synergie. Ne? Ich habe jetzt hier im Bergtarn, den wir erstmal mit besprechen, als variables Talent flackernde Himmel mitgenommen. Ne? Dann haben wir hier eure Angriffe lösen 30% häufiger Blitzschläge aus. Ja, wir haben hier Sturmblitze. Ne? Das heißt, Sturmblitz trifft nochmal 2 zusätzliche Ziele. Das heißt, wir haben nicht nur als CC, ne, die Schockwelle, sondern wir haben auch in Mythisch Plus eine CC, und zwar Sturmblitze. Wir haben hier mit dabei, ne? Und was halt auch richtig krass ist, was echt, echt Wahnsinn ist. Ne? Erstmal, der körperliche Schaden wird um 2% reduziert. Durchgehend. Ja? Immer gut. Ja? Donnerexplosion verringert euren erlittenen Schaden 5 Sekunden um 8%. Leute, ihr habt halt einfach passiv. Ihr habt einfach passiv die meiste Zeit durchgehend 10% Schadensreduktion dabei. Das heißt, ihr haltet noch wesentlich mehr aus. Ihr habt noch viel, viel mehr Defensive. Leute, das ist echt verrückt. Wirklich.
Ne, dann haben wir hier Avatar des Sturms mit dabei, ne, Blitzschläge haben eine Chance, dass die nächsten, ganz, ganz wichtiges Talent, dass die nächsten zwei Einsätze von Blutdurst keine Abklingzeit haben, 35% mehr Schaden verursachen und zusätzlich zwei Wut. Ja. Das heißt, ihr könnt halt euren Blutdurst nochmal wahnsinnig erhöhen und ihr habt dadurch mehr Spammable-Attacken und könnt mehr Wut aufbauen, auch außerhalb des Burstes. Ja. Also Leute, absolut, wirklich. Ne, dann gehen wir jetzt mal über hier. Ich mache mal eben kurz die Kamera aus, damit ich euch das alles jetzt zeigen kann. Ne, hier haben wir donnerndes Gebrüll mit dabei. Donnernde Worte. Avatar. Qual des Titans. Ne? Ansonsten haben wir hier den Sturmblitz und die Schockwelle mit. Sind ein bisschen hier auf Utility gegangen. Und auf jeden Fall die ganz, ganz wichtigen Talente sind halt Donnerknall, knisternder Donner. Dann hier seismischer Nachhall und Barbarentraining. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja? Und das hier ist halt so, ihr müsst halt euch vorstellen, wir hatten vorhin 115%, davon ziehen wir 30 ab. Ja, und dann sind wir bei 85, ne? Und 85% erhöhter Schaden und dann zusätzlich von diesen 85% erhöhten Schaden nochmal 30% hinterher. Also geht das Ganze wesentlich höher als 115% erhöhter Schaden. Ne? Also Leute, das ist echt wirklich. Ja, hier auf der rechten Seite, wir spielen mit dem Verheerer, wir spielen mit außer Kontrolle, ne? Wir spielen mit dem Verheerer aus dem Grund, weil wir halt einfach mehr Schaden machen, wenn wir den Donnerknall spammen können und nicht im Klingensturm sind. Dann haben wir hier mit dabei Odins Zorn und wir sind auf Titanische Wut gegangen, wir haben klar hier Metzger und die beiden dabei, ne? Ganz, ganz wichtig auf der rechten Seite, im Grunde genommen kompletter Baseline AOE-Talentbaum, ne? Links ebenso. Wenn ihr die Talente haben wollt, dann könnt ihr das hier in die Zwischenlage euch, beziehungsweise kopiert euch das aus der Videobeschreibung oder aus den Kommentaren. Ich mache mal die Kamera wieder an und dann könnt ihr das Ganze halt einfach importieren und einfügen, zack, und dann habt ihr das Ganze drin, ne? Gebt den Ganzen noch einen Namen. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf M+, und Leute, jetzt würde ich sagen, starten wir mal hier rein in die Rotation, ne? Die Rotation. Ich drücke jetzt mal hier einen Knopf, eine Schlacht ruft, die Rotation läuft hier oben von rechts nach links durch, ne? Hier unten ist das Details. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange, sondern legen wir direkt hier los, ne? So, zack. So, guckt euch diesen Schaden an. Das ist einfach nur, jetzt kommt die erste Donner-Explosion. Das ist einfach nur verrückt. Also wirklich der Damage vom Furo-Krieger und dann halt mit diesem Bild. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr habt halt einfach permanent übelsten Schaden. Und das Ganze auch noch nach den Nerfs des Furo-Kriegers, ja? Diese Donner-Explosion, die ist einfach nur so Wahnsinn, wirklich, also ehrlich jetzt. Leute, das ist einfach nur verrückt. Ehrlich jetzt, ich habe halt einfach nur einen Knopf gedrückt. Einfach nur einen Knopf und das mit meinem Gear, ja, und habe die perfekte Rotation, den perfekten Schaden und richtig übertriebenen Schaden gefahren. Und ihr kennt auch die ganzen Leute, die halt immer im Mythisch Plus rumflamen und rumheulen und euch dann vielleicht auch aus der Gruppe rauskicken oder sagen, ja, ihr fahrt zu wenig Schaden oder sonstiges. Das Ganze könnt ihr ganz einfach und simpel umgehen. Ja. Geht einfach in die Videobeschreibung oder in die Kommentare. Dort findet ihr Links zu meinen Makros. Ihr drückt nur einen Knopf und fahrt die perfekte Rotation. Also echt brutal. Ja, und das Ganze ist nicht nur brutal im AOE, wie ihr gerade gesehen habt. Ja. Das Ganze ist halt auch richtig, richtig heftig im Single-Target-Schaden. Ne? Leute, ich sag's euch wirklich, ne, diese ganzen, es ist ja so, es ist halt klar, ne, Season-Start und da sind so viele Flamer unterwegs, die immer nur am Rumheulen sind. Und ne, schnappt euch die Makros und geht das Ganze und ihr werdet einen Haufen Schaden fahren. Und vor allem, ihr habt wahrscheinlich noch einen GS, der gute 50 Scores höher ist als meine oder 40 Scores, meinetwegen auch 30. Ja? Habt vernünftige Waffen, seid verzaubert und was meint ihr, was ihr dann damit für ein Damage fahrt? Ja? Und das dann nicht nur an 5 Zielen, sondern wenn ihr 10 Ziele habt oder sowas, Leute, das ist einfach nur verrückt. Ne? Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal hier rein in die Single-Target-Rotation. Ne? Hier unten, ich drücke jetzt wieder nur auf einen Knopf, auf S und dann geht's los. Ne? Leute, das ist einfach nur brutal. Ne? Wirklich, was hier für ein Damage kommt. Ne? Und ihr seht schon, ich kann gar nicht hingucken. Ich kann gar nicht hingucken. Ich drücke nur einen Knopf und der Damage, der ist einfach nur verrückt für ein Single-Target. Und dann auch noch mit meinem Gear, ja, was ich hier habe. Leute, das ist einfach nur Wahnsinn. Ne? Was ihr hiermit für ein Damage fahrt. Wenn ihr mal Procs habt, einen Triple Proc oder sowas und ihr hier oben richtig Stacks habt, hier der 8% verringerte Schaden, die nächsten zwei Einsätze von Blutdurst, ne, das heißt, ich hau die mal raus, jetzt mal eben schnell, ne, kriegen wir das noch hin, eins, na, okay, zwei, ja, drei, seht ihr, dadurch konnte ich jetzt dreimal Blutdurst machen, dreimal, Leute, was meint ihr, was das für eine Wut generiert, ne, und jetzt hier, zack, wieder den 8% verringerten Schaden, und da ganz, ganz wichtig ist es, ne, ihr braucht keinen Wirbelwind mehr. Ihr braucht keinen Wirbelwind mehr.
Donnerknall ersetzt euren Wirbelwind, der hat einen guten Cooldown, ne, 5,7 Sekunden, das Ganze ist halt locker easy und da könnt ihr dann halt dementsprechend mit eurem Wirbelwind hier, dann kriegt ihr hier oben den Buff, ne, ihr müsst natürlich auch Ziele treffen, sage ich euch jetzt mal eben, ne, ihr müsst natürlich auch Ziele treffen, hier, zack, dann bekommt ihr hier oben den Buff Wirbelwind, ne, und wenn ich jetzt hier, wir machen das mal ganz, ganz easy, ne, und zwar, passt auf Leute, ne, ich setze mal den Recount hier zurück, ja, und ich benutze jetzt dreimal wütender Schlag und dreimal Donnerknall, ne? Wir machen kein Damage an die Puppe, ne? So. Wütender Schlag, Auto-Hits kommen nicht durch. Einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt benutzen wir dreimal Donnerknall. Einmal, dann schauen wir uns gleich schön die Details an, ne? Dann haben wir eine Abklingzeit. Zweimal. Ne? Und dann schauen wir uns gleich mal an, was hier mehr Schaden im Single-Target-Schaden macht, ne? Dreimal. So. Leute, und ihr seht, der Donnerknall in Kombination mit den Blitzschlägen und mit der Donnerexplosion macht wesentlich mehr Schaden. Und das Ganze können wir auch hier einfach ersehen. Das kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie ein Crit bei war bei den Wütenschlägen oder sowas. Ja, aber ihr seht auch hier schon 149.000 Baseline, ohne dass das halt zu dieser Donnerexplosion geworden ist. Und das hier 119.000. Ja? Also man sieht hier schon ganz klar, dass das Ganze wesentlich mehr Schaden macht. Und zwar 30k mehr Damage als der wütende Schlag. Und, ne, Leute, das ist noch nicht die Donnerexplosion gewesen. Und zusätzlich müsst ihr noch die Blitzschläge mit einberechnen. Also Leute, das Ding macht halt mal eben fast doppelt so viel Schaden wie, ne, wütender Schlag und das im Single-Target. Das ist einfach nur echt verrückt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir über in den Raid Guide. Wie gesagt, Makros und die ganzen Links dazu, ne, wenn ihr auch nur einen Knopf drücken wollt, was ich euch unbedingt empfehlen würde, weil es macht echt eine Menge Spaß, dann, ne, findet ihr die ganzen Makros in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Ich habe jetzt hier den Raid-Skill an. Ne? Jetzt sich ein bisschen was getan. Wir sind jetzt hier unten auf Qual des Berserkers gegangen. Wir haben auch hier natürlich unseren verstärkten Donnerknall mit. Ne? Den Nachhall brauchen wir nicht, weil wir treffen halt im Grunde genommen nur ein Ziel, aber wir haben unseren verstärkten Donnerknall mit dabei. Die Links bzw. die Strings hier für die Talente könnt ihr euch, wie gesagt, aus der Videobeschreibung und aus den Kommentaren kopieren. Da findet ihr auch die Makros. Wir haben hier mitgenommen den Sturmschild. Ja, das heißt, unser Einschreiten gibt nochmal einen Mate, einen Schild und sowas. Also da könnt ihr nochmal, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand im Raid einen Debuff hat oder sowas, könnt ihr den nochmal am Schild geben. Ne? Gut, Leute, also ist schon mal sehr, sehr stark, ne? Dann haben wir mitgenommen, ansonsten hier alles relativ Baseline, gleichbleibend. Und hier sind wir halt überwiegend in den Single-Target-Schaden reingegangen. Ne? Ihr könnt schon sehen, ich habe hier Zorn und Rage mit dabei. Bei Odins Zorn haben wir jetzt hier die tanzenden Klingen mit dabei. Wir sind hier unten auf außer Kontrolle, haben den Verheerer mit und den Ansturm haben wir mit dabei. Wir sind hier, wir haben den verbesserten Wirbelwind und den Metzger nicht mitgenommen, denn wir brauchen ja für den Single-Target-Schaden, für den Einzelzielschaden, brauchen wir das nicht. Ne? Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal eben hier die Raid-Rotation durch. Ja? Was haben wir hier unten drin? Raid Single Fury. Gut, alles klar. Dann machen wir erstmal hier eine schöne Single-Target-Rotation. Ich drücke auch hier wieder nur einen Knopf. Ne? So, zack. Und dann geht's los. Ne? Jetzt kommt hier erstmal schön dieser Ansturm. Und ich kann euch sagen, ganz ehrlich, dieser Skill hier macht auf lange Sicht wesentlich mehr Schaden. Ne? Also es ist absolut, absolut verrückt. Ne? Ihr seid mit dem Raid-Skill, seid ihr zwar auch sehr gut im Burst dabei. Ne? Sage ich euch, seid ihr sehr gut im Burst dabei. Aber ihr haltet konstant euren Schaden höher. Auf lange Sicht haltet ihr euren Schaden höher, ne? Als wie mit dem Mythisch Plus Skillung, aber nur im Einzelzielschaden. Ja? Das ist wirklich komplett nur auf Einzelzielschaden konstant viel Schaden zu fahren. Ne? Das ist darauf ausgelegt. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt mal gleich über in die Raid AOE. Ne? Also beziehungsweise ich habe euch hier auch einen richtig geilen Raid AOE gebaut. Das Ding ist halt, wir haben im AOE keinen verbesserten Wirbelsturm, keinen Metzger. Das Ganze hier ist rein für den Einzelzielschaden, ne? Rein dafür ausgelegt. Ja, das heißt, unser AOE-Schaden wird mit dem Raid-Skill nicht hoch sein. Ne? Also es geht, er wird schon okay sein. Aber wir machen halt im Einzelzielschaden wesentlich mehr Schaden auf der ganzen konstanten Weite. Und das Geile daran ist halt einfach, dass der Donnerknall einfach mal wesentlich mehr Schaden macht als Blutdurst und wütender Schlag. Ne? Als Aufbau und das generiert auch noch Wut und ihr habt dann dazu die Blitzschläge und wenn das Ganze dann auch halt noch proc, dann Leute, das ist einfach nur verrückt. Richtig, richtig krass. Ne? Wie gesagt, liken, abonnieren, kommentieren, da bin ich immer sehr dankbar für. Haut hier ein Plus in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal über hier in den Raid AOE. Ne? Ich drücke auch hier wieder nur einen Knopf, war die perfekte Rotation. Das heißt, das, ja, ganz simpel und einfach, ihr könnt euch einfach auf euer Movement konzentrieren. Ne? Ganz, ganz entspannt. Ja, gut, auf geht's. Und ich sag's euch, das hier ist natürlich Raid AOE. Ne?
Ihr seht, wir haben hier oben keinen Wirbelwind, wir machen keinen AOE-Schaden. Ne? Das ist alles hier auf Single-Target-Schaden ausgelegt, aber damit ihr hier auch ein bisschen was für ein AOE habt. Ne? Gut, Leute, ne? Ihr seht auch hier, ist der Schaden ganz passabel, ne? Besonders hier mit dem Donnerknall, wenn der reinhaut und dann auch loskreditet. Richtig verrückt, ne? Ihr seht auch hier, haben wir jetzt dann gleich schon wieder die Blutbad, also die Machtschub-Stacks, das heißt, unser Blutbad macht wesentlich mehr Schaden. Ne? Wir haben hier im AOE allerdings halt, wie gesagt, hier den verbesserten Wirbelwind und sowas nicht mit dabei. Ihr könnt natürlich theoretisch ein bisschen swappen, dass ihr sagt, okay, gut, ich will im Raid auch einen AOE mit haben. Ne? Das Ganze könnt ihr dann ein bisschen swappen, dann müsst ihr schauen, was ihr rausnehmt, ne? Dass ihr vielleicht das so baut, ne? Also ihr habt halt die Möglichkeit, da auch noch ein bisschen zu variieren, ne, damit ihr noch AOE-Schaden mit dabei habt, ne? Ansonsten, wenn AOE-Massenschadensituationen da sind, dann würde ich euch immer die Mythisch Plus Skillung empfehlen, ne? Schnappt euch die Makros. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.